Ernst, sei bitte ruhig. Scheiße! Was? Nur noch ein Hetz. TP mich schnell zu dir. Schnell! Ah! TP! Schnell, Player schnell! Volo. Schnell! Oh. Ach, mein Gott. Ich bin gerade runtergefallen. Wo war's? Ah, du Scheiße, hab ich mir erschrocken. Ich bin gerade runtergefallen, da kam ein Creeper. Ah, du Hurensohn! Was das schreckst? Was das schreckst du, Marcel? Du Missgeburt! Fick deine Mutter! Missgeburt. Ey, was lässt er sich nicht treffen, der Hurensohn? Das ist ein Creeper. Ein Cheater-Creeper, meine ich. Ah, kaputt bezahlen! kaputt! Gehen wir jetzt wieder runter. Du hast Leitern, oder nicht? Ja, hier ist ein Strang. Hier ist so ein Gang, der beunruhigt mich voll. Nein! Ey, ich bin so blöd. Bist du runter? Nein. Boah, scheiße, ich geh wieder weg hier. Oh. So, jetzt aber. Aha, so, endlich. Jetzt können wir runter hier. Leitern runter. Alle Leitern. Gut. Da, guck mal, wenn du runtergehst, ne, daneben, da siehst du sofort so eine dunkle Höhle. Da müssen wir noch rein. Oh, ich bin ja. Hier die, okay, dann gehen wir mal dahin. Ja, geh mal. Ja, Momentel. So, hallo. Bin ich wieder da, da war meine Mutter. Mhm. Genau. Ah, du Wichse! Boah. Was? Hier sind Skelettas. Skelettas. Wo denn? Da. Ich brauche ruhig hier das Eisen. Niklas, was haben wir Hausaufgaben? Ja, Deutsch halt noch, ne? Also die Berichtigung. Und das besprechen wir jetzt im Let's Play. also die deutsche Berichtigung und die Mathe-Berichtigung, die habe ich noch nicht gemacht. Der Mathe hatte ich ne. Ey, Herr Koch hat mir ein Dings Blatt übersehen, ne? Eine Seite. Ja, dann töten. Ja, ich sag's ihm das morgen, dann krieg ich bessere Note. Ich habe nämlich eine schlechtere Note gekriegt in Mathe als sonst. Was, Dings? Wann müssen wir diese scheiß Deutsch Kapitel Faktor abnehmen? Ich weiß nicht, bis morgen. Ich hab keine gemacht, ich bin noch bei 3. Ich hab noch gar nichts. Schau mal vor, das ist bis morgen. Heute haben wir nämlich schulfrei, heute ist Dienstag. Jetzt dann war ich bis 2 Uhr irgendwie am Rechner oder so. Ja, ich habe noch die Super Bowl-Wiederholung geguckt, wie gesagt. Bis wie viel Uhr ging die? Auch wieder bis 4? Ne, bis 23 Uhr, das war ja eine Wiederholung. Die lief, die habt um 8 angefangen. Ja, um Viertel nachher. Ja. Auf 1 satt. Nein, auf Sport 1 Plus. Ein Pay-TV-Sender, ja, wir haben Geld, uns Pay-TV zu leisten. Ich auch. Nein. Was hast du? Ach so, Marcel! Was hast du denn für einen Fernseher? Ja, eine Samsung Smart TV irgendwas. Ja. Und du? Samsung Smart TV. Der mit dem X-Fuß. Ja, mit dem ich weiß gar nicht, Rahmen. 52 oder was? Ja, 52 Zoll. Mit 3D-Technologie. Ja, mit 2 inklusiven Gratis-Brillen. Genau. Die wackeln die ganze Zeit. Die Wix-Brillen, hallo? Minecraft? Hi. Hallo, ich bin Minecraft. Ich nicht. Ich bin Nick. Leute, mein Minecraft spinnt wieder rum. Was ist das? Was ist das los? Egal. Was ist denn da los? Man weiß es nicht, oder? Ah, man weiß immer wenn ich dieses scheiß Stück Kohle abbauen will, jetzt aber. Ja, wo bist du? Hast du mich zugebaut? Bist du, Mann? Hast du mich zugebaut? Danke. Bist du Dings? Ganz unten? Ja, wo du zugebaut hast. Ich sehe deinen Namen. Ach so, hier. Hallo. Warte mal. Und zum Hurensohn hat dich zugebaut. Ja, keine Ahnung. Das war bestimmt Albert. Das war bestimmt Albert. Moment mal, ich muss noch mal hier. So, Leute. Ich fange mal ganz kurz an ohne Marcel. Der ist noch pissen. Und ja, ich sag dem gleich, dass ich nochmal anfangen werde. Obwohl das gelogt ist. Ahaha, lustig, hahaha, guck baba, Spukbaba, komm kurz mal in dein Dorf vorbei. Wenn du mich sehen willst, musst du zahlen. Uhren vom Umlo, ich trag 20 Millionen Schmuck am Arm. Ja. Gut, ne? So. Ich scheiß mich ein. Yeah! Schöne Schlucht eigentlich.
Ich warte nur noch auf Marcel, der immer pissen ist gerade. Der ist pissen. Ach ja, genau, keine schöne, lustige Geschichte erzählen. Einmal, ich war bei meinem Opa. Er war im Urlaub in Malakkaland, in Griechenland. Und, bin ich auf einmal weggegangen und wir haben Fernsehen geguckt da. Ja, auch im Urlaub können wir mal Fernsehen gucken, wir haben eine eigene Wohnung da. Aber wir haben eine eigene Wohnung da und dann, dann habe ich gesagt, ich gehe mal kurz weg und dann habe ich gesagt, ich gehe mal kurz pissen. Ja. Mein Opa dann den ganzen Tag, ja, Nick, was ist pissen? Pissen, was ist pissen? Die ganze Zeit. Worüber redest du? Über meinen Opa, der pissen ist. So, soll ich wieder aufnehmen? Ich weiß gar nicht, mit wem hast du gerade geredet? Mir selber. Ich sehe doch den Zuschauer nicht, dass mein Opa sagt, pissen, pissen. So, okay, warte. Und? So, ich habe schon mal ein bisschen weitergespielt. Hallo, Leute! Ah, schön vom Pissen zurück. Ja. So, jetzt gehen wir in die andere Höhle, die ist ja irgendwie schade. Also in die andere Region hier. Im Altenheim. Yeah, baby. Mm. Was gibt's? Schütz. Ja. Ne, das ist das Knacken wieder. Oh, hier ist ein großes Areal. Kommst du bitte, weil hier könnten viele Viecher spawnen. Und ich glaube, wir haben den Anschluss zu einer neuen Schlucht entdeckt. Oder ist ein Skeletttüte erstmal? Ah! Dann piss dich halt da! Piss dich in zum Kurs! Unsere Kurs. Okay, ich gehe da lang, du gehst da. Moment. Eben noch Kurs. Also du gehst nach links. Ich gehe hier hin. Du gehst dahin, ich gehe dahin. Ja. Ah, also wer hat das Ding nochmal gesagt? Du gehst da, wo ich die Fackel. Nein, ich gehe dahin, ich gehe dahin. Und dann gehe ich hierher. Ja. Hätte ich, dass du gerade schon ein bisschen reingegangen bist und da gesehen hast, irgendwie 5 Creeper oder so? Nein. Auf keinen Fall. Ja, ich habe schon Ende. Ja, bei mir auch hier oben. Aber hier ist geil. Viel Kohle. Ja, du hast wenigstens Kohle. Tja, ich bin Grieche. Ich krieg alles von Deutschland geschenkt. Die griechischen Bürger haben aber nichts davon. Ja, meinst du, die Griechen, der griechische Staat, die kriegen Staatsanleihen und kaufen sich davon für 2 Milliarden Euro irgendwelche Düsenjäger? Wie behindert sind die eigentlich? Ja, ganz viel. Boah. Ach ja, da war auch mal eine Geschichte da. Das war in den Nachrichten, in den griechischen Nachrichten. Ich weiß nicht, ob es in den deutschen war. Da war auch, da hat eine Familie Aktien im Schrank gefunden. Goldaktien, ganz alte Goldaktien. Die hat man damals für 5 Euro gekauft oder so. Und dann haben Experten gedacht, wirklich, jede Aktie könnte ungefähr 3 Milliarden Dollar, also ja, Dollar wert sein. Das wären dann ungefähr 2,5 Millionen Euro, Milliarden Euro, ich weiß es nicht genau. Wie gesagt, und die hatten irgendwie ein paar hundert Aktien davon. die hatten eine Familie im Schrank gefunden und wollte es dem griechischen Staat schenken. Haben wir Experten das herausgefunden, das soll so viel wert sein. Und was, wie viel war es dann am Ende wert? Rate mal. 5 Euro oder so. Jede Aktie war 3,50 Euro wert. Ey. Wir haben dem griechischen Staat Hoffnung gemacht, da könnten wir jetzt unsere Schulden raus. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Erstmal fett Hoffnung machen und dann, oh, kein Geld. Mein Gott, ey. Da packt man sich doch am Kopf und denkt, da packt man sich doch am Sack und sagt, alle da. Ja, genau. Oh, die Schwarzköpfe hier, ey. Was? Das passt besser zum Sacktier. Ja. Ey, wo finden wir jetzt endlich mal so eine scheiß Dingens? Wir müssen hier hoch. Hast du hier Leathers? Ledern? Ja, know what it is, man. Nee, die Schule, die hört jetzt voll scheiße. Hier ist nix. Hier ist nix. Oh, Mann. Two dumps, one thought. Ja. Sollen wir hier nochmal in die andere Schlucht Areal rein? Da geht's ja noch weiter. Ja klar, ich hab das zugemacht, damit da niemand kommt. Außer ich. Ah, ne? voll geheim gehalten, ey. Ich hab ein Wicked-Passwort, wenn ihr eins braucht, und ein Brothers-Account. Einfach mal, ihr müsst mich, Voraussetzung, ihr müsst uns mit 100 Kanälen abonnieren
und ihr schreibt uns dann eine PN. Dann, das dauert ein bisschen, weil wir kriegen viele Anfragen, ob ich meinen Brothers-Account haben können. Ja. Dann melden wir uns wahrscheinlich nochmal nicht. Ich habe natürlich auch einen. Ja, ich habe einen Lifetime-Account. Nein, Spaß. Für irgendwie 1000 Milliarden Euro gekauft. Dann 1500 Euro. Ich weiß das. Klein. Er ist klein mit 1000 Milliarden. Voll die Ding. Tiny Hole hier. Denn. Ne, Dennis. Dennis Höhle. Doch, Den könnte. Den. Das habe ich von Skrille. Oh, hier ist ein Zombie. Skrillex. Ja, und wir haben jetzt einen neuen Song von Skrillex, den wir an die Tafel hier schreiben können. Rapper? Ja, genau. Voll geil. Und der hat gestern eine Zusammenfassung von seinem Dings hochgeladen, von seiner Mothership-Tour bis jetzt. Die haben mal eine Panne mit dem Bus gehabt. Wichser, sind sie so blöd, um eine Panne zu reparieren. Ist Lover. Sogar Wolfgang ist dabei. Hä? Wolfgang. Das ist sein Busfahrer, der ist Wolfgang. Aha. Sein Tourbusfahrer. Jetzt eigentlich bräuchte der auch nur so ein Smart. Ich meine, das ist er. So ein paar Protektoren. Und den Rest kriegt er von der Dingens. Und der Konzerthalle da. Ja. Aber voll geil, der benutzt ja bei seinen Mothership, bei allen seinen Mothership-Konzerten immer diese Protektoren, um hinten sowas drauf zu projizieren, so Aliens oder irgendwelche anderen Gestalten. Roboter oder Missgestalten. Ich weiß noch, wo ich zum ersten Mal Missgestalt gehört habe, ich musste so lachen. Da hat der liebe, wie mache ich das jetzt ohne Namen zu nennen? Der liebe, einer der Schwarzköpfe, wie Herr Wermekes unser Lehrer sie gerne nennt. Ja, wie er sie gerne nennt, hat dann so gesagt, zu mir, guck mal, der sieht aus wie eine Missgestalt. Ich muss voll lachen. Alle runter. Ja, hier. Das ist scheiße, was da mal weg. Ich hab voll wenig Stein irgendwie. Ich auch. Ich hab mehr, Dings, Eisen als Stein. Ich hab hier doch einen Eingang gebaut. Da ist doch nix. Da ist nix! Da ist nix! Wollen wir mal vielleicht auf die andere Seite weitergehen? So, wie geht's da auch? Oder war es da auch schon zu Ende? Weiß ich nicht. Hier, Nick, ich wollte dich fragen. Willst du dich mal hin? Ja, ich will dich heiraten. Ja. Ja. Nein, was denn? Hier diese Dings. Okay, Firmenfahrt. Ja. Gehört auch ins Let's Play. Ja, Firmenfahrt, wir sind ja nicht, so scheiß Katholiken sind wir. Ja, aber wo sollen wir denn uns treffen? An diese Stadthalle von Meinerzag. Ja, aber ich weiß nicht, wo die ist. Irgendwo. Ja, irgendwo. Das müsst ihr wissen, weil wir müssen ja hier, ne, wir machen Firmung und so die ganze Scheiße. Voll geil. Kriegen wir am Ende einen Fettanzug und dürfen einen Anzug tragen. Ja. Deshalb mache ich da mit. Aber als die gesagt haben, warum wollt ihr bei der Firmung mitmachen, da haben viele gesagt, wegen Spaß. Ja, ich auch. Hallo? Nein. Spaß. Ich habe auch Spaß gesagt. Oder es gab sogar einen, der hat das als Tausch, als Freundebörse genommen und so, um neue Freunde zu finden. Voll das Opfer. Oh, jetzt habe ich mich mal am Kaugummi verschluckt. So hat da doch einer gesagt, warum bist du hier bei der Firmung? Mussten wir ja bei diesem einen Vorstellung da machen. Ja, ja. Um neue Freunde zu finden. Spaß, die hatte keine Freunde. Ja, jetzt mal, oh. Die ist ein bisschen groß. Aber das ist extrem geil. Den Tag davor erstmal auf fette Death Metal Konzert, ne? 0 Uhr hört das auf. Dann eine Stunde zum Verwandten fahren und nochmal eine Stunde zurück, bin ich so um 2 Uhr hier. Dann sehe ich so knapp 5 Stunden Schlaf und dann fett für Fahrt, so von 8 bis 16 Uhr, glaube ich. Geil. Ich habe so voll keinen Bock da drauf. Aber das passt ja auch so gut, ne? So verschwörerische Death Metal Musik mit so zur Kirche. Ja, klar. Keine Fackeln. Was hast du? Keine Fackeln? Ja. Ich habe auch nur noch 2. Ich habe mir neue gemacht von Kohle. Nein. Boah, ist eine fette Aria. Ich glaube, ich höre schon jemanden. Bitte? Ich glaube, ich höre einen Skeletter. Ha. Jetzt mal ehrlich, ich brauche ein bisschen Stein. Ich habe 40 Stück. Jetzt 10. Wie viel Kohle hast du? Oh. Du hast meine genommen, glaube ich. Nein. Ich habe einen jetzt.
Weil ich hatte vorher 64er Stack und einen. Ich auch. Du hast 64er Stack. Weiß ich nicht. Naja, das, wir benutzen das ja sowieso zusammen. Ja, lauf dich mal die ganze Zeit vor mich. Ja, okay, ich will nur hier alleine. Ich will nur hier ausleuchten. Damit wir da auch mal hin können. Das ist doch voll langweilig. Ja. Ah, das. Wo bist du denn auf dem Konzert? In Oberhausen? Ja. Turbinenhalle! Ah! Mann, ich will nach Köln ins scheiß E-Werk am 26. Februar. Ich auch. Ich guck mal auf eBay, vielleicht bieten da irgendwelche Missgeburten die Karten für 1000 Euro an. Letztens, ich guckte auf Facebook eine Freunde, also Freunde von Freunden, guck ich, ah, deiner ein Bild mit Skrillex-Karten, der Bastard. Okay, dann hast du jetzt eine sehr schwierige Entscheidung. Entweder eine Skrillex-Karte für 1000 Euro oder so ein Brazzers-Account, so ein Jahres-Account für 1000 Euro. Ein Lebens-Account. Ich glaube, ich nehme ein paar Matratzen. kann ich dann als Tampon nehmen. Als viele Matratzen. Wie viele Matratzen glaubst du sind hier? 10. Wie viele Blöcke meinst du gibt es auf der ganzen Minecraft-Welt? 4 oder so. So pipapo? 20, 30? Ja, mehr nicht. Ach man, was soll ich denn gerade nochmal sagen? Ach so, bist du auch so sauer wie ich? Ja. Warum bist du so sauer? Ich kann meine Stirn nicht sehen. Oh, Lava. Guck mal hier, ja, Minecraft heult wieder rum. Es geht hier weiter. Nick? Ja, warte, ich... Bist du auch so sauer wie ich? Ja, warum bist du so sauer? Ach so, ne, ja. Warum bist du so sauer? Ich kann meinen Schwanz nicht sehen. Nein. Mein Bauch ist so fett. Weil Minecraft blinkt. Ach so, ja. Ich kann mein Schwanz so lang, ich kann meine Eiche nicht sehen. Die schleift auf den Boden. So, was war Marcel? Warte. Sprich runter, du Bastard. Voll witzig. Dann was wolltest du mir denn gerade sagen? Ich hab. Ja, du musst mich doch erstmal was fragen. Was denn? Was wollt ihr denn sagen? Irgendwas mit Terraria, aber dann bist du vom Fahrrad abgekommen. wenn man Terraria auf Deutsch gestellt hat, was sammelt man noch auf, außer Holz, wenn man einen Baum fällt? Ja, Blätter oder nicht? Eine Eichel. Ist auch so sauer wie ich. Ja, warum? Ich kann meine Eichel nicht sehen. Es schleift auf dem Boden. Mann. Kannst du es verstehen? Ich habe ein Problem. So, jetzt habe ich ein bisschen Keppelsdown. Oh Mann, wo sollen wir jetzt hin? Das ist voll langweilig. Wir wieder nach Hause. Das war ja der Härtefall. Einmal meine Cousine an Weihnachten, also Heiligabend, wo man die Geschenke kriegt. Hat er erstmal die ganze Zeit, den ganzen Abend, wir sind schön am Essen. Vergib endlich hoch! Vergib endlich hoch! Und dann, wenn wir oben sind, ne? Macht sie 10 Minuten eine Bescherung. Papa, mir ist langweilig. Boah! Ich hab so die Krise gekriegt. Wo geht's nach Hause? Keine Ahnung. Hier, glaube ich. Auf jeden Fall finden jetzt nicht mehr zurück. Warte, kann man No-Clip eigentlich anmachen? Hey, hier sind noch voll die Gänge. Voll die Gänge sind hier noch, voll die Gänge. Adelbord stehen. Voll die Gangs. Ein Skelett. Das habe ich nicht gesehen. Ah, genau hier, da war ich auch schon. Wo bist du? Ja, ich bin irgendwo hingegangen, wo Fackeln sind. Da, warte. Ich tippe dich dann zu mir, wenn ich rausgefunden habe. Ah, da hinten bist du. Wie bist du da hinten hin? Ah, hier, ich bin wieder da. Warte. Ich bin, ah, nein! Oh, ich bin runtergefallen. Ich bin wieder am Anfang. Alle runter. Ja, warte, ich komme auch. Ich reise hier die Höhle noch ein bisschen. Ey, teleportiere ich zu mir, die ist gar nicht mal so langweilig. Und wir haben immer noch keinen Minenschacht gefunden. Ich bin noch extra hier hingelaufen. Aber dann bringe ich wenigstens das Eisen. Nein, warte, dann komme ich. Nein. Fertig. Erkundet. Gehen aber nochmal hin. Safari. Mari und eine Safari. Wo geht's denn raus? Ach da. Ah, danke schön. Danke. Oh,
Fast runtergefallen. Runter. Hier, das, okay, ich kann das Eisen mitnehmen, dann kann ich das Moosstein mitnehmen, Redstone kann ich mitnehmen. Kohle nehme ich noch mit, die Wolle, die Knochen, das Sprengpulver, das Brot. Brot das können, jetzt können wir das alles hier lassen. Der Mist ist Rotz, der Rest ist Mist. Der Mist, ja. Der Mist ist Rotz. Ich hoffe, jetzt ist Day draußen. Ah, wir haben sehr viel Glück. Glück. Sollen wir nochmal in die andere Höhle rein? Nein, das ist doch nichts. Ich hab doch schon geguckt, das ist gleich Ende. Ach so. Kannst ruhig mal reingucken. Zeig das mal den Zuschauer an. Reinlunzen. Ach so, das ist auch nicht schlecht hier. Sieht schön aus. Mhm. Hier lag Flash drum. Hast du jetzt die... Nicht die Schweine töten. Ich hab nichts getötet. Du hast mich auch nicht zugebaut, ne? Nee. Oh, wo ist meine Schere? Im Arsch. Obwohl Schere gar nicht Schere heißt. Schere heißt Stube. Chesh. Das müsste das Chess-Stuhl, das war ich nur, weil... Ja, was habe ich denn im Geschnick? Ja, weil du... Ich glaube, du hast eine 1, oder? Ja. Oh, was hast du, Nick? Ich bin mir nicht sicher. Sag du es mir. Ich glaube, Nick, du hast eine 1. Das kann sein. an welcher Stelle stehen wir denn im Kurs von der Leistung her? Ja. Für die Besten, ne? Ja. kann sein. Wer hat die beste englische Lernschatzerhebung geschrieben? Nicht Nina, die Behinderte? Sondern natürlich ich. Ja. Mit einem Punkt. Also jetzt ein Punkt mehr. Ja. Sogar die dämliche Christel hat eine 2. Wer Christel? Ja. Ah! Da ruft jemand an und ich gehe nicht dran. Ah! Ah, Raimund! So, und ich hole mir hier gerade ein bisschen rote Wolle. Oh, und ich habe auch Sugarcanes gefunden. Das ist ja lol. Ich will nie wieder nach Hause. Ich hasse unsere Umgebung. Ich weiß nicht, wo man bis nach Hause geht. Wo bist du? Ich bin zu Hause. Ja, dann teleportiere mich mal zu dir. Warte, ich bin gleich da. Nein, mein. Ich bin zu Hause, aber nicht zu Hause. Ja, warte, ich bin hier gerade. Ich sehe gerade die 1 Plus. Oh, komm. TP. Nein, warte. Nein! Oh, du bist so ein Arschloch. Wo warst du? Ich hab doch gerade Sugarcanes gefunden. Ich hab da auch welche. Nein, aber da waren irgendwie 10 Stück. Ja, holen wir nächstes Mal. Und die Insel da hinten ist auch ganz schön. Siehst du die? Die da. Was? Die Schneeinsel. Achso, da waren wir doch vorher drauf. Ja, diese... Ah ja, die Reise. Boah, sieht das hässlich aus mit den Bäumen. Ja, diese Scheiße. Ich hasse Schnee. Ja. Ich so, Marcel, Moment, ich guck mal, Snick. Wie viel Speicherplopf hab ich? 18 GB, dann sollten wir gleich aufhören. Ich tu hier nur noch das Wesentliche rein. Ja, ja. In unsere voll ordentliche Kiste. Das ist unsere Gemeinschaftskiste. Oh ja, mein Misa HD Texture Pack. Das fängt an zu spinnen. Warum? Dann tu ich schon mal das Fleisch hier rein. Ein bisschen Fleisch. Fleisch. So, und dann tue ich auch noch mal hier in den Ofen. Okay, das geht nicht. Das machen wir nachher. Ein Let's Player Nachmacher mal angeguckt. Von der Uhrensohn. So, Marcel. Warte, ich muss auf 1 Plus. Warte doch. Ich muss erstmal noch hoch. Zur dreidimensionalen 1. Ist gar nicht dreidimensional. Soll ich die schnell dreidimensional machen? Nein, ist egal. So, wir sind jetzt Joe Cognito und wir sind alle raus. Ach so, tschüss.